Hallo, meine Lieben. Ich bin vorher heimgekommen und der UPS-Fahrer war da und hat mir die Wurstbox gebracht. Und ich habe jetzt gedacht, ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich packe jetzt mit euch zusammen aus. Sie ist sehr schwer, aber nicht riesig. Ich bin wahnsinnig gespannt. Das ist die Wurstbox von Oktober. Also, wer sie auch kriegt und sich nicht spoilern lassen möchte, der muss ausmachen. Weil ich zeige jetzt hier den Inhalt und ich bin schon wahnsinnig aufgeregt. Ich mache das aber jetzt extra für euch, dass ihr das so ein bisschen seht. Ihr werdet dann. Wahnsinn. Okay, rot, rot, rot. Schauen wir hier erstmal. Flyer von der Feiertagskollektion. Sehr schön. Da seht ihr nochmal alles, was in der Feiertagskollektion ist. Die Düfte, die habe ich euch ja auch schon vorgestellt. Die sind, ich finde die alle mega, wirklich mega. Und ein Flyer für die Feiertagskollektion. Dann das hübsche Deckblatt. Das ist ja in jeder Wurstbox immer ein bisschen anders gestaltet. Und das Motto ist ein Hauch von Festlichkeit. Boah, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich sehe schon was und ich freue mich riesig. Fangen wir hier mit der ersten Dose an. Es sind Wash-a-Whiffs, der Wäscheduft von Scentsy in dem Duft-Arctic Kiss. Das ist der Duft, der aus der Feiertagskollektion ist. Oh, lecker. Werde ich gleich ausprobieren. Ich habe noch aktuell einen ganzen Stapel Wäsche zu waschen. Wird gleich probiert. Ich habe den nämlich noch nicht probiert. Dann haben wir hier drin eine Seife, eine Handseife in dem Duft Eukalyptus Reed. Auch eine Seife aus der Feiertagskollektion. Ich mag die Handseifen von Scentsy wahnsinnig gerne. Die sind super, machen die Hände richtig schön sauber. Dann haben wir einen Duft und zwar Mint to be Merry. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar der Duft des Monats November sein wird. Mal gucken. Dann haben wir den Duft Rum Pum Plum. Der ist aus der Feiertagskollektion ein Duft. Ein Pflaumenduft. Lecker, lecker, lecker. Und den Duft Cherries Jubilee, auch wahnsinnig lecker. Also den habe ich auch schon warm gedüftelt in der Küche. Ist super, mag ich wahnsinnig gerne. Und oh mein Gott, wie niedlich! Einen Buddy Clip. Einen süßen kleinen Buddy Clip. Oh, er riecht Perfect Peppermint. Er riecht wahnsinnig minzig. Und oh, ist der süß! Guckt euch den an! Ich habe einen Buddy Clip mir vorher, also das heißt vorher einen ausgepackt, weil ich mir einen mitbestellt habe für mich fürs Auto, weil ich das einfach, ja, ich feiere das. So, ich fahre Kinder im Auto rum, mein ganzes Auto riecht immer nach Emerson Rain. Und wir haben einen ganz tollen Buddy Clip, so einen kleinen Leoparden. Und den habe ich mir fürs Auto gekauft. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass ich hier dieses wunderhübsche kleine Nilpferdchen als Buddy Clip habe. Oh, ist der süß. Guckt euch an, wie süß der ist. Also, süßer geht's ja fast gar nicht. Und dann mit Schal und dann in diesen hübschen, mit diesem guten Minzduft. Ich bin ein bisschen erkältet. Und jetzt beim Riechen mit der Minze, wow, echt wow. Also, wir haben in der Wiffbox einen Buddy Cliff. Wir haben drei Bars. Wir haben eine Handseife. Und wir haben Washerwiffs. Und das alles aus der aktuellen Feiertagskollektion. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Hier ist es. Ihr seht hier,
die Washables aus der Feiertagskollektion. Hier ist die Seife, die ich drin hatte. Ich würde es ja jetzt gern aufmachen, aber ich habe meine noch auf. Also ich habe noch eine im Bad stehen und im Gästeklo stehen. Deswegen musste ich noch ein bisschen warten. Aber trifft sich gut. Ich hätte jetzt eigentlich von Herbst eine reingestellt, aber das trifft sich gut. Dann kommt gleich die Winterseife, weil die auch wahnsinnig ergiebig ist. Man braucht nicht viel. Ich finde auch, dass sie die Hände nicht austrocknet. Ich mag die Seife wahnsinnig gern. Sollen wir schnell ausrechnen? Wir sollen schnell ausrechnen. Holen wir hier mal mein Handy her. Und ich muss... Ich bin schlecht vorbereitet heute. Hm? Ich bin heute wahnsinnig schlecht vorbereitet. Aber ich habe alles in der Nähe, was wir brauchen, um das zu rechnen. Wir haben 3 Bars, wo jeder einen Wert hat von 8,50 Euro. Machen wir alles mit Taschenrechner, dann kann man sich auch nicht verrechnen. Wir haben eine Dose Washables, die kosten 17 Euro regulär. Wir haben eine Seife, die ist für 12,75 Euro zum haben. Und wir haben einen Body Clip. Und die Body Clips, die kosten 25 Euro, wenn sie nicht aus Lizenzsachen sind. Und dann haben wir einen wahnsinnigen Warenwert von 80,25 Euro für diese Wiffbox. Das ist echt Hammer. Also 80 Euro und man zahlt 50 Euro und man hat so eine geile... Man hat 3 Bars. Also dieses Mal ist es wirklich okay, man braucht eine Lampe, wenn man jetzt keine Sensi-Lampe hat. Und man hat die Bars. Gut, aber ich denke, jeder, der Sensi mag und der sich eine Wiffbox holt, wird eine Lampe haben. Wenn nicht, dann holt euch auf jeden Fall eine. Es lohnt sich. Man hat Bars an Wachs drin. Man kann, wenn man den Wäscheduft noch nicht kennt, beziehungsweise die Washables noch nicht kennt, dann kann man die jetzt hier ausprobieren. Man hat mal eine Seife, die man sich vielleicht nochmal zwischendurch gönnt. Wobei ich sagen muss, die Seife, die ist es mir wert. Die werde ich mir auch immer wiederholen. Und dieser Body Clip, der ist einfach nur Zucker. Boah, ich bin so verliebt. dieser Body Clip muss ich euch auch noch ein Geheimnis verraten. Ich habe es nämlich schon gesehen. Es wird nämlich für Weihnachten oder jetzt kommt dann bald demnächst ein richtiger Sensi Body. Oh mein Gott. Ein richtiger Sensi Body auch als kleiner als Niepferd in den Shop. Es dauert noch ein bisschen. Tut mir leid, dass ich jetzt runtergucke. Mal spicken. Oh mein Gott. Ja. Ich werde arm hier. Ich wollte ihn aber euch unbedingt zeigen. Weil das kann ich schon machen. Der war jetzt, wie gesagt, in der Wiffbox drin. Und den hier wird es demnächst mal geben. Und ich finde es so süß, dass das so dieser kleine... Oh, das riecht so gut. Das tut jetzt echt richtig gut. Weil meine Nase den ganzen Tag zu war. Mir ist es den ganzen Tag nicht gut gegangen mit dieser verstopften Nase. Und mit diesem Minz bekomme ich jetzt echt ein bisschen besser Luft. Oh. Also guter Tipp für Erkältungen oder gerade wenn man Kinder hat, die Erkältungen haben, gebt ihm den Body Clip. Also ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen. Zuschlagen, wer die Wiffbox haben möchte, sie ist der Hammer. Ich freue mich wahnsinnig. Und wir sehen uns dann das nächste Mal und bye bye.